Herzlich willkommen im Trains in World 5 zu einer Mod-Vorstellung mit einer anschließenden Fahrt für die Baureihe 612. Das Ganze mache ich heute nicht alleine, sondern ich habe sehr gute Gemeinschaft mit mir, nämlich einerseits den Markus. Servus. Und den Alexander. Servus. Oder auch Alex, ne? Wie ich vorhin herausgefunden habe. Die einen oder anderen werden vielleicht so ein leichtes Déjà-vu haben, wenn sie den Namen Markus hören und 612er Mod-Vorstellung. Das hatten wir doch schon mal gehabt. Ne? Warum machen wir das Ganze jetzt nochmal? Der Grund ist ganz einfach. Die Mod released so gesehen in der V1 und das altbekannte 612er Enhancement Pack von Alexander ist jetzt geportet. Okay, und wie wir sehen, wir sind hier im Trainingscenter, weil hier ganz viele verschiedene 612er abgestellt sind. Und die werden wir jetzt erstmal nach und nach durchgehen. Das ist jetzt erstmal der Plan für den Moment. Dann zeige ich euch eben die ganzen verschiedenen Versionen, die wir hier jetzt haben. Vorab die Frage, wo gibt es das runterzuladen? Die Mod erscheint ganz normal auf der Transmunity-Webseite. Diesmal unter dem Account Barmfusch-Hochschule, sprich beide Mod-Pages werden gelöscht und in einer vereint. Genau, Trainsome Community, der Link dazu dann in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze einfach mal an. Wir sind hier bei der 612-609. Gut, ich zeige das Ganze und ihr führt mich da so ein bisschen durch. Das hier ist der Harz Express. Bitteschön, erzählt mal gerne was darüber. Man sieht auf jeden Fall schon mal, die Außentextur ist verdreckt, sozusagen. Mhm. Da können wir Eric 0815 dafür danken, der mit mir ja auch schon für Trainsim Classic die 612er Mod gemacht hat, beziehungsweise mitgearbeitet hat. Mhm. Da hat er ja auch ganz schöne Texturen geliefert und ja. Die habe ich natürlich jetzt auch für die TSW-Mod weiterverwendet. Ja, sieht auf jeden Fall, es ist auch so ein bisschen matter, ne? Ich habe das Gefühl, dass das Verkehrsrote auch nicht so sehr spiegelt. Kann das sein? Ja, das ist tatsächlich so. Eric hat uns vier verschiedene Texturen zur Verfügung gestellt und das Lustige ist auch, die kann man nicht so auswählen, sondern die werden zufällig ausgewählt. Sprich, man spawnt eine 612 und es kann entweder komplett verschmutzt sein oder sie glänzt. Mhm. Was wir auch sehen, ist zum Beispiel hier DB Regio AG Region Südost Leipzig. Das wird bei den anderen Fahrzeugen sicherlich dann auch ein anderer Ort sein, der da auch steht, oder? Ja, genau. Da habe ich auf die Beheimatungen und auf die ganzen Anschriften geachtet, dass die so passen. Okay, und wir gucken uns das Modell hier einmal noch von außen bis zum Ende an, dann haben wir nochmal alles gesehen. Der Harz Express, wo ist der in Realität unterwegs? Der ist gefahren, meines Wissens nach, zwischen Halle und Hannover in der Region ungefähr. Aber das ist auch schon länger her. Und hier sehen wir ein Schäfchen. Ein Pokémon, wie ich vorhin mir habe sagen lassen. Die spawnen auch zufällig im Fahrzeug hinein, richtig? Ja, genau. Und wenn man will, kann man die sich auch dazu klicken oder wegklicken, wenn man sie nicht haben will. Okay. Gut, das Äußere haben wir jetzt von dem Fahrzeug gesehen. Ist innen irgendetwas, wo man vielleicht noch ein Augenmerk drauf legen könnte? Innen kann man auch... Ich bin gerade ein bisschen verwirrt gerade. Wieso? Weil du da einmal die... Weil die Sitztexturen irgendwie nicht zueinander passen. Und vielleicht liegt das daran, dass ich gerade im Kameramodus bin. Moment. Vielleicht ändert sich das, wenn wir jetzt einfach mal hier einsteigen. Wir hören auch gerade übrigens hier den Sound von den Türen. Also keine Sorge, das sind nicht nur reine Repaints, die ich hier vorstelle, sondern da sind auch natürlich auch die Sounds angepasst. So, Sitztexturen passen nicht zusammen? Ja, weil das einmal mit Leder ist und die Sitze in der ersten Klasse nicht dazu passen. Vielleicht hast du dann noch eine alte Version installiert oder so? Weiß ich nicht, vielleicht ist es auch nur bei dem Fahrzeug etwas, aber ich finde es jetzt auch nicht weiter schlimm. Und vielleicht wird das ja noch angepasst in der Release-Version.
Genau, aber ich glaube, damit steht und fällt die Mod nicht. Das ist Voodoo. Genau, können wir anklicken. Finde ich super. Ich würde sagen, wir können vielleicht zum nächsten Fahrzeug rüber. Dann schauen wir mal, was direkt daneben steht. Und zwar, das ist Bahnland Bayern 612004. Auch hier von außen sehen wir jetzt das Bahnland Bayern Logo. Wir sehen hier, das sind jetzt, wenn ich das richtig sehe, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, unterschiedliche Verdreckungstexturen, oder? Ja, die ist weniger verschmutzt. Genau. Sonst glaube ich, ja, die Kinderspielecke gibt es hier auch. Dann haben wir hier die B-Regio AG Bayern Kempten. Und ja, gehen wir nochmal rein. Ja, von innen sieht er jetzt eigentlich ziemlich ja, ähnlich aus wie der andere. Oder gibt es da irgendwelche Unterschiede? Ja, wobei die Kopflehne hier ist auf jeden Fall schon mal, die Textur ist anders, ne? Ja, genau, das ist eigentlich die neuere Version. Eigentlich sollte da auch zufällig entschieden werden, ob eben die alten Sitze mit drin sind, wie man sie aus der normalen 612 kennt, oder eben diese neueren Sitze hat mit Lederbezug, beziehungsweise mit Lederkopfstützen, bei denen auch Erik 0815 geholfen hat. Ah ja. Er hat sehr viel an Texturen beigetragen. Ja. Wenn du da jetzt beispielsweise schon an den Türen bist, da kannst du bei der Notendriegelung da drunter, unter dem Türknopf. Der hier? Genau, wenn du da drauf drückst, kannst du auch die Tür unbenutzbar Aufkleber durchschalten. Ach, wie cool. Ach, durchschalten, also da gibt es noch mehr. Ach, wie cool. Türstörung und gar kein. Ist das dann so, dass das nur eine Textur ist, oder wenn ich jetzt im Fahrplanmodus wäre und die Türen theoretisch links freigehen würde, wird die Tür dann auch geschlossen bleiben? Die Tür ist tatsächlich abgesperrt. Du kannst sie jetzt nicht als Spieler öffnen und Tatsache. Auch, wenn du die Türen freigibst, werden sie nicht geöffnet. Wie cool. Okay, das ist schon sehr cool, muss ich sagen. Man kann Tür auch ohne Sticker schlüsseln. Das ist die Notentriegelung oben. Ah, okay. Da kannst du einfach normal schlüsseln und die Tür hat dann dieselbe Funktion, dass sie nicht aktiv ist. Wie cool. Und wenn wir schon über Türen schlüsseln reden, das gleiche Feature gibt es so ähnlich mit den Übergangstüren, was den Führerstandswechsel deutlich vereinfacht. Nämlich, wenn du die aufmachst und oben an den Vierkant gehst, ans Vierkantloch, kannst du die auch sozusagen abgesperrt lassen. Ja. Ah, cool. Und das macht das Wenden in dem Fahrzeug deutlich einfacher, weil die Tür nicht die ganze Zeit zufällt. Ach, wie cool. Aber dann müsste das ja theoretisch auch andersrum funktionieren, dass wenn ich das jetzt wieder freigebe und jetzt den Lock mache, dass ich die Tür auch nicht mehr aufbekomme. Nee, geht auch nicht. Cool. Was haben wir noch? Die Schranktür? Achso, okay, das sind die Sicherungssysteme, da ist, glaube ich, nichts anders. Sollen wir zum nächsten Fahrzeug? Ja, können wir gerne machen. Gut, dann wandern wir mal weiter. Dann haben wir hier links 612, 622 und zwar Rheinland-Pfalz-Takt. Wir fahren für Rheinland-Pfalz-Takt, Bus und Bahn für unser Land. Gibt es da irgendwas Besonderes, was wir bei der Baureihe, oder bei der Variante vielleicht vorfinden? Gibt es da irgendwie was im Innenraum oder so? Da gibt es eigentlich keine Änderungen oder nichts Besonderes. Mhm. Okay, ne? Aber ist ein schöner 612er. Dann haben wir daneben 612044. Das sieht ja nach Verkehrsverbund Rhein-Ruhr aus. Auch hier von außen, glaube ich, nichts großartig Unterschiedliches, außer dann, dass der jetzt hier in Kassel beheimatet ist. Ja, genau. Und wenn du im Endwagen ganz vorne schaust, hat er die verlängerte erste Klasse. Sieht man leider nicht im Innenraum, aber außen sieht man das halt eben daran, dass der erste Klassenstreifen noch ein bisschen weiter hintergeht. Ja, tatsächlich. Ja, hier geht er nur bis zur Tür und hier geht er tatsächlich weiter. So wie auch dann vermutlich in Realität, ne? Bei dem Fahrzeug. Ja, genau. Also die Version fährt jetzt inzwischen auch nicht mehr, aber
Ja. Das, was jetzt bei den meisten 6-12ern entweder die zweite Klasse ist oder das einzige erste Klasse-Abteil, war in der früheren Ursprungsversion auch noch erste Klasse. Cool. Und dann sieht man auch schön. Ja. Hier sieht man auch schön den Unterschied zwischen den verschiedenen Außentexturen. Und zwar haben wir halt verblasst, sauber, verblasst, dreckig oder teils dreckig und dann halt komplett neu gewaschen. Ja, haben wir hier Baden-Württemberg, drei Löwentakt, schneller voran mit Bus und Bahn. Baden-Württemberg sogar richtig geschrieben, nicht schlecht, schaffen nicht alle. Und haben dann hier Ulm als Heimat des Fahrzeuges. Gibt es hier im Innenraum irgendwas, was wir uns besonders angucken können? Ja, ne? Ich glaube, von innen ist der auch sehr ähnlich. Kann das sein? Ja, genau. Okay. Ja, fantastisch. Dann haben wir hier, das finde ich jetzt immer das Besonderste eigentlich, hier der 612er als sogenannter Intercity. In der ICE-Lackierung 612491-0, auch mit diesem roten Punkt vorne dran. Hier auch so ein bisschen Verdreckung sehen wir auch, so ein paar Verdreckungstexturen. Und der ist, der hat gar keinen Heimatbahnhof, kann das sein? Ja, da muss ich ehrlich sagen, ich wusste nicht genau, was draufsteht. Deswegen Ach so, habe ich das ja weggelassen. Okay, aber ist ja vollkommen fein. Da gucken wir uns mal den Innenraum an. So, also hier sehen wir typische zweite Klasse Sitze. Die sind jetzt auch nicht anders als die in den Regionalzügen. Ja, eigentlich wären da die Standardsitze drin, die man eben aus dem normalen 612er kennt. Hm? Also die ohne Lederbezüge. Hm? Aber wie schon gesagt, in der Release-Version sollte das hoffentlich nicht mehr dabei sein. Okay, gut. So, dann gehen wir mal weiter. Na, ich will hier raus. Dann haben wir hier die VVO-Variante. Also das Ganze, also im Grunde um das, was in Sachsen rumfährt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Ja, genau. Wenn du auf der anderen Seite schaust, ist sogar das Schwappen drauf. Ah ja, Tatsache. Wie man erblicken kann, hat der Zug tatsächlich die Leder-erste Klasse. Oh, ja, da gehen wir doch mal direkt rein. Ach, schön. Ja. Ja, also die Texturen sind auf jeden Fall neu. Sehr cool. Gefällt mir sehr. Hat auch so ein bisschen so dieses leicht spiegelnde, was so Leder an sich hat, ne? Wenn die Sonne drauf strahlt. Finde ich auf jeden Fall sehr passend. Auch die Tische angepasst hier. Ja, gefällt mir sehr. Sieht sehr, sehr, sehr cool aus. Hier steht es auch. Erste Klasse, Sitz- und Stehplätze nur mit Fahrkarte. Erste Klasse und zweite Klasse sieht so aus, wie eine zweite Klasse aussieht. Ja. Wenn du schon hinten beim PC bist, ja. Der Einwagenwetter ist leider nicht funktional, immer noch nicht. Schade, ich dachte, jetzt kommt's, dass wir die Tür aufmachen können. Sehr cool. Oh. Wie viele? Man kann aber deutlich ausschildern, dass es nicht funktional ist. Das finde ich toll. Das könnten wir gerne mal die TG mal zusenden. Dass sie das wenigstens für ihre nächsten Fahrzeuge so machen. So, dann haben wir noch ein paar weitere Fahrzeuge hier rumstehen. Wie viele Varianten haben wir insgesamt zur Auswahl? Insgesamt gibt es 17 Varianten. Eigentlich, um ehrlich zu sein, 18. Aber die 18. Variante sieht man nur, wenn Fahrplanersteller oder so die normale Standard 612er ausgewählt haben, beziehungsweise in ihrem Fahrplan fahren lassen. Okay. Dann hat man nämlich nur eine neutrale 612 ohne Treiberlogos und. Achso, okay. Also einfach nur eine Verkehrsroute im Grunde genommen, ohne weiteres Branding. Genau, ohne weiteres Branding, aber eben mit den ganzen Features aus unserem Pack.
Ja, und hier sehen wir wieder eine 612er, diesmal für den Freistaat Thüringen. Zweite Klasse Sitze hier auf der einen Seite und erste Klasse Ledersitze auf der anderen Seite. Ich glaube, da können wir auch mal ein bisschen schneller durchgehen, oder? Und wenn was ist, was noch irgendwie besonders ist, dann immer gerne darauf hinweisen. Hier haben wir dann das Bahnland Bayern, das neuere Logo. Ich glaube, das ist auch das aktuelle Logo in Bayern, oder? Genau. Ja, die aktuelle Variante auch hier mit praktisch mit Neulack, wenn man es fast schon möchte. Frisch gewaschen, Ledersitze in der ersten Klasse, Kinderspielecke hier. Genau. Und man kann bei allen Fahrzeugen in diesem Sinne die Tür schlüsseln, ne? Und die Toilette absperren und auch die Türen absperren, ne? Das geht bei allen Fahrzeugen. Genau. Oh. Ja. Okay, dann haben wir hier als nächstes nochmal Bahnland Bayern. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Das BW, das beheimatete BW sollte das sein. Achso, dann haben wir hier nämlich einmal das BW Kempten. Und dann haben wir hier das BW Hof. Tatsache. Genau. Also da ist der Unterschied. Hier auch noch mit so einem Fahrradabteil. Hat der das auch? Ja, hat er auch. Dann haben wir hier. Ja. Sehen hat, die Sticker spawnt tatsächlich auch random. Also der eine 612 hatte das jetzt zum Beispiel, der Kempner. Welche Sticker? Die Tür-Defekt-Sticker. Also wenn man eine Fahrbahnfahrt lädt, dann ist es halt wirklich random. Ah, cool. Ausfallen. Ja. Fast so wie in echt mit den Fahrzeugen, die in Kempten sind, ne? Tatsächlich nicht, wir warten unsere 612er. Achso, okay. Nee, wo waren die 612er, die nicht so sehr gewartet werden? Na gut, erzählen wir keine Betriebsgeheimnisse. Dann haben wir hier noch eine 612er aus Hof, auch noch eine aus Bayern, aber ohne Bahnland Bayern Branding. Genau, das ist sozusagen die Ursprungsvariante, beziehungsweise eher Epoche 5 Variante. Mhm. Da ist beispielsweise eben der Unterschied, dass man die lange Fahrzeugnummer hat, im Sinne von, dass eben vorne noch die Prüfziffer mit draufsteht. Und auch die Platzierung der DB-Logos. Da anstatt, dass man auf dem Wagenkasten ein großes Regio-DB drauf hat, hat man da eben so ein kleines DB drauf. Tatsache. Ja, ne, und dann haben wir hier Groß-DB-Regio oder Regio-DB drauf. Okay, dann haben wir hier ein noch größeres DB-Logo drauf. Wer ist denn auf diese Idee gekommen? Das sieht ja fürchterlich aus. Das ist das Fahrzeug aus Minden. Ah, DB-Systemtechnik. Okay, ist auch vertreten. Genau. Auf der anderen Seite sieht man was es eigentlich ist. Wer auch immer das designt hat, ne? Also in Realität, das ist fürchterlich. Ich muss aber sagen, ich finde das besser als die jetzige Variante, weil jetzt ist das Teil einfach nur rot. Na okay, fair enough. Also das aus Minden. Ja, genau. Okay, fliegen wir mal weiter. Das ist wie unschwer zu erkennen, das Logo vom Bundesland nicht sagen. Thüringen, wusste ich. Oder? Ja, ne? Thüringen. Perfekt, ja. Okay, gut. Gibt es hier irgendwas Besonderes? Nein, das ist einfach nur die einfach nur alte Thüringen. Version sozusagen. Wir hatten ja vorhin die neue Version. Okay, dafür haben wir aber hier definitiv was Besonderes. Und zwar das Ganze in der Beweglackierung, in diesem sehr, sehr schön gelb. Ich finde, das steht dem Fahrzeug eigentlich ganz gut, oder? Was sagt ihr so dazu? Also wenn die Fahrzeuge mal so sauber in echt wären, vielleicht. Ja. Ja. Moment, ich will noch ein bisschen Bewölkung reinmachen, dann sieht man es auch. Aber mal. Ja, das bewegt, sticht allgemein immer raus. Ja. Ja. Ich muss echt sagen, eine sehr schöne Farbgebung. War das jetzt Ironie oder ernst gemeint? Nee, das meine ich ernst. Okay, ja. Ich finde es auch ganz schön eigentlich. Leider haben wir keine passende Strecke bisher für dieses Fahrzeug im TSW. Bisher, ne? Wer weiß, ob sich das noch irgendwann ändert, aber für den Augenblick auf jeden Fall nicht. So, haben wir irgendjemanden vergessen? Einmal Hand hoch. Ja. Lohnt es sich auch, in den Innenraum zu gehen beim Bewegt 612er. Okay, dann machen wir das mal. Dann werden wir da einmal durchwandern.
So, da sind wir auch schon. Steigen wir vorne ein. Okay, und dann sehen wir, was sofort auffällt. Hier die zweite Klasse sitze mit dem Löwen drauf, also eine andere Textur. Mhm. Sieht sehr schön aus, gefällt mir sehr. Ist eigentlich im Führerstand irgendwas anders bei einem dieser Fahrzeuge gewesen oder war der Führerstand überall gleich? Der Führerstand, der Führerstand ist eigentlich gleich. Mhm. Ich habe nur ein, zwei kleine Sachen geändert daran. Mhm. Einmal die Positionierung des 500 Hertz und 1000 Hertz Leuchtmelders. Mhm. Da war eigentlich der 1000 Hertz Leuchtmelder links, der 500 Hertz Leuchtmelder rechts. Ah, okay. Ich habe da die Positionierung geändert. Ja. Und ich habe den Leuchtmeldern mehr Ecken gegeben, sozusagen, dass die runder erscheinen. Okay, ja. So, und dann wandern wir hier einmal durch. Toilette, ja, das kann ich, die Toilette. Das ist eine sehr schlechte Toilette. Ja, also da sollte man nicht aufs Klo gehen, das ist eine ganz schlechte Idee. Hier auch die entsprechenden Sitze angepasst. So, hier ist die Toilette, auch die stickern wir natürlich voll. Ja, genau so muss das. Wandern hier einmal durch. Und gucken uns auch die erste Klasse an. Und sehen, die hat die Ledersitztexturen. Ja. Sieht schön aus. So. Sind die Sitzmodelle anders? Das sind doch die originalen Sitzmodelle tatsächlich. Okay. Ja. Ich dachte kurz, die sehen irgendwie anders aus, aber das ist wohl nur die Textur. Okay, dann haben wir wieder raus hier. Haben wir noch jemanden vergessen? Ja, hier vorne stehen noch zwei Varianten. Hier ist nochmal eine Bahnland Bayern, Zeit für dich Logo. Also auch eine etwas ältere Textur, älteres Logo. Mit einer Kinderspielecke. Und daneben noch einmal Sachsen. Und hier nochmal ein Bahnland Bayern. Was ist da der Unterschied? Auch wieder die Beheimatung? Die linke Variante ist die Hofer-Variante eben mit dem alten Bahnland Bayern-Logo. Mhm. Dann in der Mitte eben nochmal eine sächsische 612, entweder Beheimatung Dresden oder Leipzig. Mhm. Und ganz rechts haben wir auch wieder eine Hofer 612, aber eben mit der Franken-Sachsen-Express Namensgebung. Können wir einmal hier auch sehen. Da, Franken-Sachsen-Express. Jawohl, sieht doch sehr schön aus. Was ist nochmal der Name von den 612ern, die bei Dresden Chemnitz mitgeliefert werden? Ist das auch Franken-Sachsen-Express? Genau, die fahren für den Franken-Sachsen-Express. Okay, ja, sieht doch sehr cool aus. Ein, zwei Fotos mal an dieser Stelle schon einfach mal gemacht. Dann habe ich das auch schon mal. So, dann fahren wir jetzt auch noch mal mit dem guten Teil, denn da du noch vorm 612 stehst, kannst du mal an die Lampen gehen. An die Lampen? Genau, und du siehst die Steckplätze, genau, für die. Sehr cool. Das heißt, man kann das Fahrzeug theoretisch schleppfertig machen, im kalten Zustand. Cool, ja, muss ich einfach sagen, cool. Das geht bei allen Fahrzeugen. Genau, ist auch wieder ein Feature, was halt eben auf alles gezogen wird. Okay, ja, finde ich schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, schön. Dann würde ich sagen, fahren wir auch noch mal eine Runde, damit wir uns auch noch mal den Sound anhören können. Und was war der Plan? Ich glaube, dass wir auf Frankfurt-Fulda ein paar Meterchen fahren, um da auch mal den höheren Geschwindigkeitsbereich ausfahren zu können. Daher machen wir das Ganze auch mal. Wir spawnen uns, ja, wo kann man sich gut hinspawnen? In Hanau vielleicht? Jo, Hanau. Also in Hanau. Hanau und dann Richtung Fulda, oder? Dann kommt man ja, glaube ich, in so einen 160er-Abschnitt rein, meine ich, oder? Sollte man.
Ich denke mal auch. Ja. Am besten bei Schnee, würde ich vorschlagen. Bei Schnee, stimmt. Dann machen wir Bewölkungsgrad rein. Windstärke lassen wir raus. Niederschlag rein. Nässegrad hoch. Schneegrad hoch. Und let's go. Jetzt bin ich mal gespannt. Schnee, weil wir uns auch die Schneetexturen angucken wollen, richtig? Genau, das ist ein weiteres Feature. Also unter anderem die Schneetexturen für Quality of Life, aber es ist auch noch was anderes geändert, was man dann auch noch sieht. Bin ich mal sehr gespannt. Kann man den 612er einfach durch den Freeroam-Modus spawnen oder brauche ich dafür nur die God-Mode? Kann man auch ganz normal im Freeroam spawnen. Ja. Dann ist ja gut. So, dann sind wir hier in Hanau. Ich glaube, da geht's runter Richtung Fulda, die Richtung, ne? Ja, ich meine, in die Richtung geht's nach Fulda. Oder? Doch, ja. Dann spawnen wir uns mal einen 612er vielleicht hier hin. Und wir sehen, wir haben da die ganzen verschiedenen zur Auswahl. Habt ihr da irgendeine... irgendeinen Vorschlag? Vielleicht mit der Bewegt-Variante. Mit der Bewegt-Variante. Machen wir die in Doppeltraktion? Ich habe das maximale Speicherlimit erreicht. Hervorragend. Gut, dann Planänderung, weil der TSW ein bisschen rumnervt. Wir gehen nach Fulda, weil da klappt das dann meistens mit dem Laden von Fahrzeugen. Ich hab irgendwie das Problem bei mir, dass im Großraum Frankfurt das mit dem Freeroam-Modus nicht so ganz klappt. Dann versuchen wir das einfach hier in Fulda, wenn das in Ordnung ist. So, wir da geht's Richtung Frankfurt hin. Ja, ich glaube schon. Wir nehmen wieder den 612er. Und spawnen uns die Bewegt-Variante hin. Und das müsste dann klappen. Jawohl. So, und... ja, wollt ihr was zu der Schneetextur mal sagen? Da hat selbstverständlich auch wieder Erik in Rad 15 beigetragen. Oh nein. Ah, sorry. Jetzt hab ich leider den Fotomodus aktiviert und jetzt hat dieser doofe Bug darauf eingezahlt. Klima Werbung. Bug-Werbung hat uns gerade eingeholt. Moment. Besten sich fahren schnell komplett hoch. Sich fahren schnell komplett hoch. Ja. So. Also, der Erik. Wir waren beim Erik. Ja, genau. Die Schneetexturen hat selbstverständlich auch wieder Erik 0815 beigetragen. In dem Falle ist es jetzt nicht so schneeverschmutzt, sag ich jetzt mal. Als wir gerade eben gesehen haben. Wir können ja einfach mal noch eine reinladen. Vielleicht können wir dann direkt den Unterschied auch sehen. Das ist jetzt auch eine, die wenig verschmutzt ist, ne? Ich glaube, das liegt wirklich am sichtbaren Schnee, dass es da nicht geregelt ist. Ach so, Moment. Ah, Tatsache. Stimmt. Ja. Ja, man sieht auf jeden Fall, wir haben da ein bisschen mehr Schnee verteilt als in der Ursprungsversion. Mit ein paar Abstrichen, wie man leider sieht. Das DB-Logo und andere Decals. Ging ja auf den Wagenkasten und die Schneetextur geht nur auf dem Wagenkasten. Ja. Deswegen überlagert sozusagen dieses DB-Logo und auch hier auch die Wagennummer den Schnee. Aber wenn man damit leben kann, wenn man das verkraften kann, würde ich sagen, sieht das schon cool aus. Ich glaube, was man auch sieht, ist, Jack ist ja TOD 4 und der 6-Level ist TOD 3 Fahrzeug, aber Halleluja, das FIS zeigt was an.
Tatsache, ja. Ja, also das habt ihr dann auch angepasst, dass das eben funktioniert, dass ein Top-3-Fahrzeug, das FIS, auf eine Top-4-Strecke passt, von der Beleuchtung her. Ja, genau. Super. Also, wenn man mit der 612 auf einer Top-4-Strecke unterwegs ist, dann zeigt die ZZ3 endlich wieder was an. Und wenn man ganz normal auf einer Top-3-Strecke damit unterwegs ist, ist die ZZA nicht überbelichtet, sprich, sie leuchtet ganz normal und man erkennt was drauf. Ja, sehr, sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, setzen wir uns mal eine Route und fahren einfach mal ein paar Meter. Keine Sorge, wir werden jetzt nicht die ganze Strecke runterfahren. Aber ein bisschen fahren wir auf jeden Fall. Was ja. Man auch schön sieht, ja. Und zwar Thema Quality of Life. Der 612 hat bei uns auch die neuen Regen- und Schneetexturen bekommen. Wenn ja. du in die Scheibe reinzoomst, ja. sieht man eben genau die neuen Texturen, die halt für die neuen Fahrzeuge gedacht sind, auf dem 612. Das sind praktisch die neuen Regentexturen, die damals mit TSV 4, glaube ich, gekommen sind, ne? Ja. Mit dem Vectron kam das ja, glaube ich, so. Wir machen mal den Scheibenwischer an. So, das klingt doch schon mal sehr gut. Fahrtrichtungswende rein. Und Lichter aktiviert. Haben wir auch Licht? Jawohl, wir haben Licht. Genau, Lichttexturen sponsert bei Red Sonja. Wie auch in der alten Version. Ja, genau. Müssen also. Aber auch noch auf Theory 4 angepasst werden. Ja. Aber da ist Westronia dran, das zu machen. Okay, also kommt dann in dem Post-Patch. Das wird dann also noch kommen. So, dann einmal den Bremsschlüssel rein und auf eingestellt. PZB und GNT an. Den Leistungsschalter, wo ist er? Rechte Seite. Leistung, der Netzschalter ein. GST bitte an. Ja, dann haben wir eigentlich soweit alles. Das Fenster kannst du auch aufmachen. Für die Anfahrt. Ah, Moment, wir haben hier gerade noch kurz den GNT-Test. Wir sehen es hier, dass das Fahrzeug sich automatisch nach rechts und links neigt. Finde ich so, ist sowieso das Coolste, was es überhaupt gibt. So, genau. Fenster, was war mit dem Fenster? Vielleicht, wenn sich ein paar noch ans alte Video erinnern, habe ich ja gesagt, dass das Fahrzeug keine neuen Außensounds bekommt, weil mangelnde Aufnahme. Tatsächlich habe ich es hinbekommen, durch nette Hilfe durch einen Freund, an Aufnahmen zu kommen von außen, in allen Leistungsstufen, sag ich mal. Das heißt, der Motorsound von außen hat jetzt auch komplett neue Aufnahmen. Ja, sehr gut. Dann sind wir eigentlich jetzt alle ganz gespannt drauf, was jetzt noch kommen wird. Die Türen sind, glaube ich, sowieso zu. Jawohl. Da fährt noch der Flixtrain tatsächlich ein und wir fahren los. Fenster mal aufmachen. Neue PZB-Sounds auch. Ja. Ach toll. Auch hier die weichen Sounds. Hier kann man noch mal drauf hinhören, auf die weichen Sounds. Ja, also da fühlt sich der Zug auch so richtig schön schwer an, finde ich. Genau, das ist so ein Hauptaspekt, auf den ich auch relativ stolz bin, und zwar Separierung der weichen Sounds, was vorher nicht der Fall war. Mike Wolf hatte nur einen weichen Sound, beziehungsweise für jede Geschwindigkeit einen Sound. Und der hat auch nicht unterschieden zwischen innen und außen, und das habe ich neu geschrieben. Heißt, man hat außen und innen separates Sounds gespielt. Wenn du das Fenster schließt, dass man nur den Sound erreichen kann. Ah. Eine Bahn. Okay. Was auch neu ist, ist das Makro innen und außen.
Das auch jetzt separiert. Also, wie gesagt, einzelne Außenaufnahme und Innenaufnahme. Und was ich auch angepasst habe, ist, dass man durch das offene Fenster auch halt eben die Sounds anders hört. Dass du was? Dass man durch offene Fenster halt eben auch die Außensounds, also dass man die Außensounds hört. Ja. Ich glaube, ich muss einmal ganz kurz den TSW ein bisschen leiser stellen. Ich glaube, die Hauptlautstärke ist ein bisschen too much. So. Wir beschleunigen erstmal auf 140 und hören uns mal das Makro erstmal von innen an. Gibt es auch ein tiefes Makro? Ja. Ja. Und jetzt das Ganze mal von außen. Moment, so. Huch, das klang ein bisschen verstopft. So, und? So. Und jetzt hören wir auch richtig so dieses Rattern, dieses Klappern bei höheren Geschwindigkeiten, oder? Auch hier nochmal schön die weichen Sounds. Oh, ups. 20 km/h zu schnell über die Weiche gefahren. Ich habe leider den Weg vorher nicht kontrolliert. Man auch gerade gehört, dass das auch neu ist oder auf beide Stolzen ist, das An- und Ablaufen vom Motor. Das hört man nochmal besser, wenn du langsamer fährst und 6-12 nicht so laut ist vom Sound, was aber tatsächlich nicht realistisch ist. Wir bremsen einfach mal und hören uns das Ganze einfach nochmal an. Wir können es ja. Genau, wenn du aus dynamisch rauskommst, hört man das auch. Mhm. So. Wie man gehört hat, der Motor macht so einen kleinen Schlenker im Sound. Und das ist markant beim 612. Das Ganze existiert auch in der Außenaufnahme. Also beim Bremsen, dass er so einen Schlenker macht? Generell. Also wenn du mit dem Fahrzeug anfährst, geht er ganz kurz hoch mit den Umdrehungen und dann sozusagen balanciert er sich wieder und das gleiche auch mit den Runtergehen. Dann hören wir uns mal das Anfahren von außen an. Wie eine Zwangsbremse. Oh, ja, die Zugbremse sollte man vielleicht lösen. Ja, dort hat man auch gehört, dieses Auslaufen vom Motor, wo man das Runterrasseln hört und er dann wieder in den normalen Standsound geht. Ja, das war jetzt nur extra deshalb gemacht. So, und jetzt das Ganze nochmal. Das klingt absolut fantastisch. Kannst du sagen, wie viel Zeit du investiert hast oder ihr beide da investiert habt in die Mod? Boah, ist tatsächlich schwierig. Kommt noch an, wie man es annimmt. Mhm. Sag mal so, rein zeittechnisch mit dem ganzen Schneiden und so habe ich teilweise halt schon mal einen halben Tag gebraucht, auch herauszufinden, wie man das gescheit macht mit dem Motor an- und ablaufen. Mhm. Das ist auch eine Funktion, die gar nicht existiert hat. Das muss man selber einbauen. Ah. Und sozusagen, ja, weiß nicht. Wenn man meinerseits. Ja. Ja. Ich würde schätzen, so, wenn man die Pausen wegnimmt, also hätte ich an dem Projekt durchgearbeitet. Von
0 auf, also sprich die alte Version inklusive, schon so 2 Wochen. Ah, krass, okay. Also da steckt schon sehr viel Arbeit, ja? Sorry, ich meinerseits kann das nicht wirklich zeitmäßig angeben, weil ein Teil ja schon seit 2 Jahren in meiner Mini-Expansion-Pack-Mod schon existiert hat und ich das halt nur erweitert habe. Anderer Teil sind halt schon Vorarbeiten aus der TSC-Mod gewesen. Ach krass, okay. Classic-Mod. Ja. Und jetzt so das alles andere, was jetzt neu dazugekommen ist, würde ich jetzt mal behaupten, in 10 Monaten oder so. Okay, ja. Ich muss auch sagen, wenn wir... Ich wollte nur gerade erwähnen, dass ich hier natürlich unser kleines Motivationstierchen auch noch hier reingepackt habe, weil wichtig und richtig. Irgendwie 20. Genau. Aber tatsächlich, die meiste Zeit ging mir drauf, Audios zu suchen. Tatsächlich. Und ja, teils auch auszutauschen, weil die weichen Sounds hatte ich schon mal drin. Ja. Dann habe ich neue Aufnahmen gefunden. Und ja, dann ergibt sich halt das Ganze, dass man das wieder zuschneiden muss, austauschen und sortiert sich halt die Zeit. Ja. Wenn man immer wieder was findet, wo man sagt, okay, das hört sich doch besser an oder so. Dann halt das ganze Backtesting. Ich habe, glaube ich, keine Ahnung, ich habe gefühlt 1000 Kilometer auf dem Training Center verbracht, die ganze Zeit rumgefahren. Okay, ja. Ja, also. Man kann am Ende festhalten, viel Zeit. Ich habe jetzt einfach mal die Notbremse reingehauen, weil ich das jetzt auch mal noch hören wollte. Wenn du schon stehst, könntest du eventuell dann den Motor aus und wieder anmachen. Ja. Mit Fenster offen, das ist auch eine Sache, die noch geändert wird. Hoffe ich, dass ich da an Aufnahmen noch komme. Aber derzeit hört man das Starten und das Stoppen vom Motor nur so. Von außen. Sprich, es sind keine Innenaufnahmen. Okay, dann hören wir uns das Ganze mal an. Sehr gut. Und Motorgruppe 2 auch. Ja, ich find's fantastisch. Auch dieses, wie der Motor ausgeht. Ja. Also als Fahrgast hätte ich jetzt ein sehr schlechtes Gefühl an dieser Stelle. Naja. Oh nein, jetzt hätte ich noch schlechteres Gefühl, weil wir wegrollen. So, ja. Ich glaube, damit haben wir es, oder? Oder haben wir noch irgendwas offen, irgendwas, was noch gezeigt werden muss? Huch, der nächste Zug steht schon hinter uns. Ich hoffe nicht, dass er auf uns zufährt. Boah, tatsächlich. Nein, Ja. Wie wir es vorhin schon erwähnt haben, es kommt noch ein Post-Patch. Also, wir haben auch noch ein paar Sachen, die noch geändert werden müssen. Ja. Aber vorerst ist es jetzt mal der große Meilenstein unserer Zusammenarbeit. Ja, ja. Und da kann man ja vielleicht dann kurzer kleiner Ausblick in die Zukunft, je nachdem, was ihr dazu sagen wollt. Aber da kann man eventuell ja auch auf mehr noch hoffen, vielleicht für andere Fahrzeuge. Wer weiß, Leute, die auf dem TSC-Discord aktiv sind, sehen dann vermutlich unsere Postings, an was wir arbeiten. Ja. Ich sehe mich auf jeden Fall schon mal am nächsten Dieseltriebzug arbeiten. Okay, welcher das ist, wollen wir nicht verraten. Oder du kannst es natürlich verraten, die Auswahl ist sowieso nicht so groß, aber musst du natürlich auch nicht. Huch, die Autos fahren auf komplett verschneiten Fahrbahnen. Okay, auch so. Ja. Ein Detail Changelog kommt auf einer Modpage. Kommt auch, das Video released ja am Montag, so wie ich es verstanden habe. Montag oder Dienstag? Einer der beiden Tage auf jeden Fall, ja. Und recht zeitnah kommt dann auch die Modpage online, die auch detailliert beschreibt, was genau geändert wurde. Schweige denn, wir haben es nicht vergessen. Ich glaube nicht. Ich glaube, das kriegen wir schon hin. Genau. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr hier bei mir wart. Ich hatte sehr viel Spaß, auch wieder Gäste bei mir auch zu haben auf dem Kanal. Ihr seid sehr gern gesehene Gäste. Ich bedanke mich für eure Arbeit in die Mod
Und wie gesagt, Link ist dazu in der Videobeschreibung. Sollte der Link noch nicht in der Videobeschreibung sein, dann liegt es daran, dass vielleicht die Modpage noch nicht online ist, aber ich werde es auf jeden Fall dann nachliefern. Ja, ich glaube, damit haben wir alles gesagt, was gesagt werden muss, oder? Genau, ja, die Mod wird ganz normal installiert, einfach die Packdateien in den DLC-Ordner schieben. Genau. Wobei, ihr müsst noch darauf achten, dass ihr auch die verlinkte Dependency-Mod installiert habt, weil sonst habt ihr solche Spielereien wie die Aufkleber an den Türen, am WC oder auch das Voodoo im Führerstand nicht. Okay, also Dependency Mod muss auch mit installiert werden, wird aber sicherlich noch auf der Mod-Page mit erwähnt, dass man die Genau, braucht. als Requirement. Okay, dann haben wir das. Dann gilt ja mir eigentlich nur noch, euch nochmal einen Dank auszusprechen. Auch nochmal einen Dank an alle, die zugeguckt haben. Hinterlasst gerne hier im Kommentarbereich, entweder bei mir oder auf der Mod-Page, noch Feedback zu der Mod, oder auch gerne einfach Lob. Also jetzt nicht für mich, sondern für die Modder. Gerne auch für mich, wenn ihr wollt, aber ich bin da nicht so. Ich hoffe, wir hören uns vielleicht dann demnächst wieder, vielleicht vom nächsten Projekt. Bis dahin, danke dir, Markus. Kein Problem. Danke, dass du uns aufnehmen lassen hast. Sehr gerne. Danke dir, Alexander. Danke, dass wir hier da sein durften. Immer gerne und macht's gut. Ciao, ciao.